So, wir haben hier Sigi Braun. Sollte, glaube ich, jetzt in Deutschland mittlerweile ein Begriff sein. Seit 1990 baust du Gitarren, ja? 1993 habe ich angefangen. Ja, sehr cool. Ja, und Sigi Braun als quasi ja der Profi-Gitarrenbauer hier in Deutschland, den fragen wir jetzt mal, was er denn so als dir als Anfänger oder allgemein auch als fortgeschrittenen Gitarristen für Tipps geben kann beim Gitarrenkauf. Sigi, auf was kommt es da so drauf an? Was kannst du da für Tipps geben? Also ich denke mal, das Allerwichtigste ist wirklich, verschiedene Gitarren auszuprobieren, um festzustellen, was liegt mir. Ja, weil nicht jede Gitarre ist perfekt für jeden Stil. Mhm. Ja. Also und das Allerwichtigste ist, dass man einfach persönliche Präferenzen rausfindet. Und da gibt es ja bei einer Gitarre ganz schön viel zu definieren einfach. Ne? Also das Allerwichtigste bei einer Gitarre ist immer der Hals. Mhm. Ne? Wie fühlt sich der für mich an? Mhm. Ist mir der zu dick, zu dünn? Passt der mir? Also ich würde, wenn ich jetzt versuchen würde, für mich die perfekte Gitarre zu finden, würde ich immer beim Hals anfangen. Ja? Also eine Gitarre in die Hand nehmen, ja, mal so meine Lieblingslicks knödeln, ne? Und dann rausfinden, kann ich das gut machen? Ja? Ist es gut für mich? Funktioniert es? Also Hals ist das Erste. Das Nächste ist natürlich der Sound, völlig klar. Ne? Und da gibt es ja so eine Weiche zwischen Single Coils und Humbuckern. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie Metal spielen will, ja, dann lande ich eigentlich fast automatisch irgendwie bei Humbuckern. Ja. Und dann muss ich natürlich auch das ein bisschen abstimmen auf mein Setup. Ja. Also was habe ich für ein Amp und auch was will ich machen? Will ich in der Band spielen? Mit anderen Instrumenten zum Beispiel ist eine Strat sehr gut. Ja. Also eine Strat klingt für sich ja immer ein bisschen dünn irgendwie, aber in der Band klingt die ganz hervorragend. Mhm. Hingegen bei einer Les Paul-artigen Gitarre, ich tue es jetzt ein bisschen vereinfachen, ja. Ist es so, die klingt halt sehr fett, aber in der Band geht die oft unter, ne? oder bügelt andere nieder. Es sei denn, du bist Gary Moore oder Santana oder sowas, okay. Da funktioniert das. Das heißt, ich muss dann auch immer schauen, wie ist meine Anwendung. Oh. Ne? Also das ist das Nächste. Und dann geht es natürlich auch um die Gitarre selbst. Ja? Und da ist gerade bei einer Einsteigergitarre extrem wichtig, wie ist die eingestellt. Mhm. Ja? Weil das Problem ist, dass natürlich die Leute, die Gitarre bauen, also gerade im Einsteigebereich, sagen wir mal bis 200, bis 500 Euro, die oft nicht die Zeit haben, die vernünftig einzustellen. Ja. Deswegen ist man dann auch oft abgeschreckt, ja, weil man dann eben die Gitarre in die Hand nimmt und denkt, boah, die sieht ja toll aus und so. Hals passt vielleicht auch, aber lässt sich nicht spielen. Ja. Seitenlage ist schlecht, das Tremolo ist scheiße eingestellt oder überhaupt, es stimmt nichts an der Gitarre. Ja? Und dabei wäre die eigentlich, wenn man zum Gitarrenbauer gehen würde und sich die vernünftig einstellen lassen würde, eine fantastische Gitarre. Mhm. Das heißt, da nicht gleich aufgeben, ne, sondern gucken, lässt sie sich optimieren. Sieht man als Anfänger oft nicht, ja, aber wir kennen das ja alle, 30 Tage Moneyback, ja, das heißt, ich nehme die Gitarre, fahre zu meinem Gitarrenbauer des Vertrauens, lass die checken, ja, und sage, hier, guck mal, lässt sie sich optimieren, und die wundern sich oft total hinterher, wie toll die Gitarre sich einstellen lässt. Also das sind ganz wichtige Punkte. Verschiedene Gitarren ausprobieren, verschiedene Hälse vor allen Dingen ausprobieren und dann eben gucken, lässt sie sich optimieren, weil in den allerwenigsten Fällen sind Gitarren im Einsteigerbereich wirklich optimal eingestellt. Cool, super, perfekt. Du, so Gitarren optimieren, also wenn er Probleme hat oder so, das machst du auch alles? Selbstverständlich. Okay. Also wir haben bei Sigi Braun eine Repair-Abteilung. Ja, wir reparieren ungefähr 200 Gitarren im Jahr. Also jeden Tag. Wir haben von Neubundierungen, Lackierungen, Elektronik, Hardware, Einstellungen, wir haben alles dabei. Mhm. Ja. Sehr gut. Und also in den meisten Fällen gelingt es uns, Gitarren wirklich gut zu optimieren. Mhm. Cool. Du hast deine Werkstatt wo? In Göppingen. In Göppingen. In Göppingen, genau. Super. Ja, also wer aus Göppingen kommt und jemanden braucht, der die Gitarre perfekt einstellt, hier sitzt er quasi, dann einfach mal sigibraun.de ist die Website oder sowas in der Richtung. Ne? Genau. Ja, einfach mal sigibraun googeln und dann findet ihr ihn. Sigi, ich bedanke mich für das Interview. Ich bedanke mich auch. Noch ganz viel Spaß auf dem Gitarre-Summit. Ja, vielen Dank, ebenso. Ciao.